Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Hardware-News. Heute gibt es eine ganze Menge Themen und vor allem ein kleines Problem bei Nvidia. Starten wir aber erstmal mit YMTC. Das ist quasi so ein Chip-Pionier, der aus China kommt und der schon seit Urzeiten Chips herstellt. Und genau der wird jetzt wahrscheinlich auch von den US-Behörden gesperrt. Einfach, weil eine Untersuchung durch die USA verweigert wurde. Und das trifft den neben 30 bis 50 anderen Herstellern. Und auch Apple hat angekündigt, wir werden wahrscheinlich eher in Zukunft aus Produktion aus den USA zurückgreifen. Und da muss man dann dazu sagen, man hat dann halt einen neuen Grund, nochmal die Preise zu erhöhen. Es ist krass momentan. Kommen wir erstmal zur AMD. Und zwar gibt es jetzt schon ein Engineering Sample von Zen 4 Threadripper mit 96 Kernen. Ja, AMD hat ja angekündigt, mit Zen 4 den Threadripper zurückzubringen. Und momentan ist man ja eher auf der Pro-Schiene unterwegs. Also das heißt, um die Dinge auch noch teurer verkaufen zu können. Und wahrscheinlich wird das auch bei der neuen Version so sein. Geschätzt wird, dass der Prozessor ebenfalls wie der aktuelle Epic-Prozessor auf Sockel LGA 6069 rauskommen wird und keine Halbierung mehr des Speicherinterfaces haben wird. Das heißt, ihr könnt bis zu 12 Module anbinden, die parallel angesprochen werden können. 128 PCI Express Lanes sind dann damit möglich und ja, Threadripper ist ja eher die Konsumenten-Workstation-Variante, soll allerdings ebenfalls mit bis zu 96 Kernen kommen. Ob das Ding dann genauso wie der Epic-Prozessor um die 11.000 Euro kosten wird, das wissen wir momentan noch nicht. Tendenziell wird es ein bisschen günstiger, aber auch nicht wirklich günstig. Mal sehen, wann das Ding dann rauskommt. Wenn ihr jetzt allerdings sagt, Threadripper, nee, lass mal gut sein. Was ist denn mit den normalen Prozessoren? Ja, die laufen aktuell auch bei AMD und da sollen Varianten kommen, die demnächst auch günstiger werden. Der neueste Vertreter in den Gerüchten ist nämlich der Ryzen 7 7900. Ohne X mit 5,4 GHz Boost-Takt soll das Ding für $429 plus Steuern auf den Markt kommen. Also nochmal ein bisschen günstiger als die 7900X-Variante. Außerdem natürlich der 7700 mit 5,3 GHz Boost-Takt für $329 und der 7600 für $229. Ich bin ja heiß auf den 7950X und der wird wahrscheinlich nicht als stromsparende Variante kommen, aber endlich werden die Preise auch mal ein bisschen günstiger. Aber ich habe meine Chance verpasst, denn er war schon kurz für 550 Euro zu kaufen in Deutschland am 16. November. Ja, ob das jetzt ein Preisfehler war, aber für die Leute, die den dafür gekriegt haben, herzlichen Glückwunsch. Wer sich jetzt allerdings sagt, das ist mir völlig egal, ich habe hier einen super Rechner stehen, brauche aber nur ein CPU-Upgrade. Auch die Ryzen 5000-Serie fällt momentan ins Bodenlose, wenn man es mal so nehmen will. Der X3D, also der 5800, die schnellste Gaming-CPU von AMD in der 5000er-Serie, der fast so schnell ist wie die 7000er-Serie, kostet gerade mal 350 Euro auf dem freien Markt. Und dafür bekommt ihr echt ein Brett an CPU und braucht wahrscheinlich die nächsten Jahre auch nicht mehr aufrüsten. Hab Zugriff auf günstigen DDR4-Speicher und so weiter. Also schaut da auf jeden Fall mal gern vorbei. Kommen wir mal in die Nvidia-Ecke und da gibt es heute mal wieder eine ganze Menge Themen. Aber wir fangen erstmal mit einem Spiel an, was die neue 40er-Generation komplett unterstützt. Warhammer 40k Darktide wird nämlich bereits für Raytracing in voller Auflösung mit einer 4080 empfohlen. Ja, das Spiel wird wahrscheinlich einiges an Hardware-Leistung fressen. Aber auch andere Features der neuen Generation sind dabei, unter anderem zum Beispiel DLSS 3.0, Nvidia Reflex und ja natürlich auch Raytracing in seiner erweiterten Form der 40er-Serie. Aber ich bin wirklich mal gespannt, wann man die 4080er jetzt schon gebrauchen kann. Ich würde es einfach mal testen, wenn ihr eine 30er-Generation habt, ob es auch darauf läuft. Meistens kann man es nämlich auch auf der Mittelklasse dann flüssig spielen bei denselben Einstellungen, die eigentlich empfohlen sind. Aber das kann sich hier natürlich komplett ändern. Aber wir haben noch weitere Themen in Sachen Nvidia. Und zwar der defekte 12V HPWR-Stecker, also das heißt der neue Anschlussstandard von Nvidia, scheint an sich ein Problem zu haben. Denn laut den letzten Tests von Gamers Nexus ist der Stecker einfach generell vom Feedback her zu schlecht. Man weiß nicht, wann der komplett richtig eingesteckt ist. Man kann da richtig rumfummeln und rumgrätschen. Die sind einfach nicht präzise genug dafür gefertigt, den Stecker so rein
reinzustecken und dadurch vergessen viele User, dass noch ein kleiner Millimeter offen ist und Gamers Nexus hat es geschafft, das Ding auf 300 Grad aufzuheizen und diesen Schmelzradius, sage ich mal, nachzustellen. Und das ist schon beängstigend, wenn man mal ehrlich ist. Und 600 Watt über so einen kleinen Stecker ist halt auch schwierig. Gamers Nexus will außerdem rausgefunden haben, dass man Fremdkörper teilweise in den Steckern gefunden hat. Also kleine Fremdkörper, die sozusagen das Ganze stören können und damit auch Defekte auslösen können. Also wenn es wirklich der Standard ist, der jetzt rausgekommen ist, dann hat man eine ganze Menge auf jeden Fall zu tun. Und da freuen sich bestimmt jetzt gerade einige Netzteilhersteller, dass man das ein bisschen zurückdrehen oder ein bisschen abwarten konnte. Während allerdings Nvidia mit dem ganzen Ding Probleme hat, macht sich AMD darüber lustig und postet auf Twitter fleißig Tweets, die sagen, stay safe, und zwar mit den 2x8-Pin-Konnektoren. Aber wir sind noch lange nicht fertig mit Nvidia, denn es gibt auch noch neue Firmware-Updates für die 40er-Generation. Die verursachen nämlich auf einigen Systemen das folgende Problem, dass man ein Bild erst sieht, wenn das komplette Betriebssystem geladen ist. Und das ist auf einigen Systemen ein bisschen problematisch, denn man kommt dann auch nicht ins BIOS rein oder es wird zumindest erschwert, ins BIOS reinzukommen. Und da hat Nvidia jetzt eine neue Firmware rausgebracht. Die ist allerdings nur aufspielbar, wenn ihr eine APU besitzt, also einen Prozessor mit einer extra Grafikeinheit, was zum Glück die meisten Prozessoren mittlerweile haben, oder aber eine extra Grafikkarte. Aber interessant ist auch, dass ja bald günstigere RTX 40er Karten kommen könnten. Oder auch nicht. Denn in der Gerüchteküche ist kurz die RTX 4060 aufgetaucht. Und ja, das war kein richtiges Gerücht, sondern wurde vom Leaker auch angegeben, dass es Schätzungen sind und dass sie, wenn denn, erst im Juni 2023 kommt. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass das stimmt, denn die 3060er Serie hat ja jetzt erst eine Neuauflage bekommen. Viel interessanter ist da allerdings schon das Notebook, was da von Samsung aufgetaucht ist. Das wurde nämlich bestückt mit einem Intel 3700H Prozessor, der auch noch nicht offiziell verfügbar ist, und einer RTX 4050. Und da haben wir schon ein paar interessantere Fakten. Denn das Ding soll 17-32% schneller als eine RTX 3050 sein. Also das heißt, man hat eine energiesparende GPU, die dann auch noch genug Grafikeffekte beherrscht, um dann ein bisschen mehr zu machen als mit nur einer APU. Neben den großen Themen haben wir allerdings noch ein paar interessante andere Hardware-Themen. So hat Seagate die Exos 2X18 vorgestellt, eine neue HDD, ja richtig, die mechanischen Dinger, mit 550 MB die Sekunde dank neuer Dual-Actor-Technologie. Und ja, da sieht man, dass zwei 9-Terabyte-Platter zusammengefasst wurden zu einer Festplatte, die dann einzeln eingelesen werden können. Von der Reaktionszeit kommen sie natürlich immer noch nicht an eine SSD ran. Für Datengräber ist das allerdings durchaus interessant und falls man nicht allzu ewig warten will. Allerdings gibt es auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel die neueste HP-Firmware für Drucker. Die verursacht nämlich so grobe Fehler, dass man den Drucker danach wegschmeißen kann oder zumindest in die Garantie einschicken müssen. Denn die beiden Fehler 49 und 79 tauchen nach diesem Firmware-Update auf und können dafür sorgen, dass der Drucker in der Schleife hängen bleibt und nicht mal mehr zum Firmware-Update hinkommt. Auch ein Zurückstellen auf die Firmeneinstellung hat überhaupt nichts gebracht. Die Firmware 2022-1010 sollte also unbedingt gemieden werden, gerade wenn ihr einen HP-Laserdrucker habt. Intel gibt sich richtig Mühe und bringt jetzt XESS, also ihre eigene KI-Upsampling-Technologie, in die Unreal Engine 5 nativ ein. Und damit kann man sie einfach per Plugin in das Spiel integrieren. Was das Ding auf jeden Fall schon mal ziemlich weiterbringen sollte und ziemlich einfach integrierbar macht. Auch den neuesten Treiber, den Intel jetzt rausgebracht hat, da gibt man sich mittlerweile richtig Mühe. Also Intel meint es auf jeden Fall mit seinen Grafikkarten ernst. Und ganz ehrlich, das kann uns auch nur gut tun. Auch viele Performance-Verbesserungen sind mit dabei. Also ja, vielleicht wird eine Intel-Grafikkarte durchaus eine Option die nächsten Jahre. Auch Nvidia bringt mit dem 52698 einen neuen Treiber raus. Der ist vor allem dafür da, dass er das G-Sync-Logo auf LG OLED-TV-Displays bringt. Und außerdem gibt es zum Beispiel noch einen Patch für Uncharted Legacy of Thieves auf der 10er Generation. Auch hier hat man ein paar Bugs behoben. So, das war's dann allerdings mit der Tech-News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Und Abo. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und